Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, uns als Deutsche hat es vorhin schön, die Sache gut zu organisieren. Wenn irgendwas geschafft soll werden, ein Programm soll gemacht werden, dann fuhrt es weit wie das, was dort tun, der andere das andere, und das war wie so und so, und dann schafft es doch alle. Dat is onze stoortje zien als plattische mensen. Dan heeft dat andere, manchmal zijn dat de Spanische, de Einheimische, die worden veel van Wunder reden. Maar vroeger is het een derchen ander. Dan zei wie, nou dat kan ook mal niet zo van God zijn. Dat interessante is, wanneer we de Bibel lezen, Johannes kapitel 6, vers 10 en 11, is dat de organisation in de Wunder topje hier. So, Jesus sagte ihnen, sie sollen die 5000 Menschen mal hansetzen, in Gruppe. Und dann nahm Jesus die 5 Brot, die 2 Fisch, er sehende. Und dann passiert das Wunder, dass es für allem richtig ist. Dass sie hier taub. Das ist ein großer Schade im Reich Gottes, wenn wir die Organisation trennen von dem Wunder Gottes. Wenn dort beides taub schaffen wird, dann ist dort viel stärker. Deswegen ist das auch sehr gut, wenn wir von verschiedenen Kulturen, Spanische, Deutsche, Plattische, taub schaffen. Der eine, der ist stark in eine Sache, der andere ist stark in eine andere Sache. Und dann machen wir ein gutes Team taub. Und taub können wir dann viel mehr reden als getrennt. Das ist eine große Leier. Für uns Leben, gut organisieren und festleben, dass Gott wird große Wunder tun. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Lehre von dir hast. Und wir werden davon lernen, die Sache gut vorbereiten und gut organisieren und dann aber ganz vertrauen, dass die Wunder von dir aufhängig sind und dass du die Wunder tun wirst und dann werden wir ganz an deiner Seite stehen in ons vrije, want u de grote wonder deest. Dat bidden we in die naam, Jezus. Amen. Dit is een productie van Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top mocht bij de naam Jezus groot schrijven over Paraguay en de wereld. Contacteer ons onder info@jesusresponde.com.